Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt und ja, der Landhandel hat hier ein kleines Malheur gehabt und ja, schauen wir mal, was hier passiert. Also ich bleib jetzt hier nicht stehen, ich muss arbeiten. Jungs! Ja, Fritzel? Warte mal ganz kurz. Harry! Ja? Geht's dir wirklich gut? Ja. Brauchst du keine Hilfe, nix? Nicht böse gemeint, von dir nicht, Fritze. Gut, Jungs, arbeiten. Ich kann aber bei dir bleiben, Harry, vielleicht bringt er dir die Gesellschaft. Lass ihn in Ruhe da. Ich bin ja auch noch da. Mach's gut. So. Ach ja. Ja, Fritzel, da müssen wir was machen hier. Die sind ja einfach bei uns gerannt hier mit ihrem Scheiß und keiner weiß was, ne? Keiner weiß was. Ja, das ist ein Ding. Das funktioniert hier schon mal gar nicht. Also ich wusste überhaupt nichts. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich hier wollte. Ja, mit Gülle war die beschäftigt hier. Der Junge hat Gülle geholt. Der Regen hat aufgehört, Leute. Ja. Stimmt, irgendwas war... Ah, ja. Jürgen! Ja, stell das mal an den Wiesen hin. Der Tag ist bald um, die Wiesen müssen fertig. Fängst du auf der 104, 105 an da unten, ne? Die sind leer schon. Ja. Wieso leckt das denn jetzt wieder, Mann? Los, verein das Ding jetzt hier. Wir müssen auch die Wiesen fertig machen. Bei der 104 willst du anfangen? Ja, ja, ganz unten, die sind die sind leer. Also die habe ich schon eingefahren, alles. 105, 104, 103. Eigentlich gesagt, dass das nicht geht. Das will ich jetzt aber mal testen. Aber der Regen, der tat uns echt gut, Leute. Den haben wir aber auch gebraucht für unsere Ernten, die nicht wachsen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ganz genau. Jürgen, bist du noch im Hof? Nee, ne? Nee, nee, ich bin jetzt unten bei der Wiese mit Fritzel. Ach so, ja. Ja, im Moment brauche ich dich jetzt hier nicht. Eigentlich könntest du oben wieder da mal weitermachen. Ja, die Schafe, dass die zumindest die Paletten wegschieben, damit die weiter. Ja. Kommen, ne? Fritzel, ich stell dir das Fass hier neben an die Seite, ne? Ja. Ja, ja. Was denn hier los?
Klappt doch mit den Wiesen. Wieso habt ihr denn geschrieben, Leute, dass es nicht klappt? Das ist doch wunderbar, wenn das jetzt hier mit dem Wiesen klappt. Ich würde jetzt nicht immer nur mit dem hier düngen wollen, aber es spart trotzdem Geld. Und ich denke, dass eine so eine Wiesendüngung fast das Fass wieder drin hat. Also wenn wir das verkaufen, das Gras dann bei der BGA. Bitzel! Jo! Kannst du damit auch die zweite Stufe düngen? Nee, ne? Kannst immer nur die erste, immer oder? Nur die erste, ja. Na gut, immerhin. Also für die erste Stufe haben wir für alles genug Zeug hier, ne? Ja. Perfekt. Zeigt mir, dass das so krumm und schief aussieht, Leute, aber ich habe das seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht, Alter, mit dem Güllefass hier dünn. Das ist nämlich immer den Streuer. Scheiße! Sag mal, sollte man das vielleicht schon mal beim Bürgermeister melden mit dem Heugedödel da? Nein, nein. Oder willst du nur bei der Polizei? Ich rede, klär das zuerst mit Miguel. Vielleicht okay. Hat er da irgendwas nicht gewusst, dass er gedacht hat, Heu, Ballen verkauft, dass das nicht zu uns gehört oder so. Doch, doch, die haben schon mal Stroh da verkauft, ah, die wissen. Ich weiß, aber wir gehen erstmal den ruhigen Weg. Ja, ja. Wenn dann wieder irgendwie so ein Bumshit kommt und Rubengelaber und bla bla. Dann, genau. Wenn ich das Gespräch habe, und dann machen wir das mit der Polizei. Weil stell dir mal vor, wir würden da hingehen und wir kaufen bei dem da die, fahren da eben drunter und sagen, oh ja, wir haben mal eben Saatgut geholt, tschüss. Ja. Wäre hier das Herz los, Diebstahl würde uns angekreidet werden, alles mögliche. Genau, ich wollte gerade sagen, das Problem hatte ich nämlich schon mal bei Ihnen. Der Harry hat, nee, der Jansen hat mir gesagt, ich könnte es selber machen, ich fahre runter, kommt Harry, will mich verklagen, weil ich Zeug klauen wollte. Ja. Also das war schon alles da, ne? Deshalb, ja, meine Einstellung zu dem Handel kennst du ja. Ja. Und solange die immer wieder solche Böcke schießen, ja, wird sich da auch nichts ändern. Groß. Vorerst. Ja, alles gut. Ich versuche es friedlich zu klären. Genau, wenn es dann nicht hilft, dann. Ja, auch ganz ehrlich, ich habe auch keine Lust mehr auf den ganzen Stress und Ärger. Ich will jetzt hier. Ja, ja, ja. Sie halten sich ja auch nicht dran, ne? Also, ihr habt doch eigentlich Frieden geschlossen. Mehr oder weniger. Und dann kommt eins nach dem anderen. Eigentlich schon, ja. Ja. Also, wir sind immer die Doofen, ziehen den Schwanz ein und sagen, ja, okay, wir versuchen und bla bla bla. Und die hauen einen Bock nach dem anderen raus, ne? Ach du Scheiße. Das finde ich irgendwie nicht ganz korrekt. Zumal es nach eurer Einigung, das mit dem Jürgen passiert ist noch, das fand ich schon unter aller. Ja. Grenzwertig. Ja, das ist richtig, ja.
Wieso leckt das denn jetzt wieder? Bei mir nicht. Ne, noch bloß die Nachbarn sind auch schon mal wieder da. Da krieg ich mal kurz heiß so. OCC meine ich. Warum ist meine Cam aus? Entschuldigung, das war nicht mit Absicht, meine lieben Freunde. Ich habe auch nicht gesmoked. Noch früh. Ach, ich weiß, warum es aus war. Alles gut. Wir hatten gerade eine kleine Pause. Ich wollte die andere. Ja, alles gut. Ich wollte die andere Facecam anschließen. Ich habe ja von Logitech eine neue Facecam bekommen. Könnt ihr auf Instagram verfolgen, meine lieben Freunde. Lasst doch da auch mal einen schönen Like da. Da kommen täglich schöne neue Updates. Über Real-Life-Shit und so. Ich habe ja von Logitech eine neue Webcam gesponsert bekommen. Ja. Irgendwas stimmt hier doch nicht mit dem Fass, das ist doch Kacke. So. Also bei meinen Fahrkünsten wäre mit dem Steuer da besser und schneller. Tut mir leid, Leute, echt. Ich sehe es ja selber ein. Was ist denn da mit dem Wollen los? Was hat denn der Jürgen da? Ich wollte eben schon sagen, ob der sich gemütlich gemacht hat im Haus. Man hört nichts mehr von ihm. Aber ich finde, er ist schon nach der Prüfung sehr relaxed geworden, ne? So. War schon sehr angespannt, der Junge, ne? Ja, die Prüfung, so eine Prüfung macht ja auch hier und da mal jemanden, ne? Ja, genau. Vielleicht war auch deshalb so vorlaut ab und zu und so hibbelig und. Ja. Meinst du, daran hat's gelegen? Könnte sein. Oder wenigstens vielleicht zum Teil. Scheiße. Jürgen! Jo, Fritzl. Hol mal schnell den Streuer, den Düngerstreuer. Ja. Mach mal die Wiese schnell fertig. Ich brauch zu lange. Ich bleib die ganze Zeit an, ich muss das ausschalten, geht aber nicht. Natürlich auch kein Gas, weil er noch ein Arbeitsmodus ist. Scheiße, scheiße. Machen wir anders. So. Fritzl? Ja.
Das mit den Pflegereifen war Dünger, ne? Ja. Oder war das Kalk? Nee, Pflegebereifung. Pflegebereifung ist Dünger. Alles klar, ich komme hin. Jo. Alle Wiesen oder? Ja, alle schnell durchballern. Ich habe einfach zu lange gebraucht. Muss mich mit dem Ding erst mal ein bisschen einspielen. Ja. Da habe ich einfach zu lange jetzt gerade für gebraucht, ja. Wo ein Jürgen da ein Weg. Viertel! Ja. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, vielleicht noch ein zweites Fass irgendwie zu besorgen, dass man so, weil er etwas länger dauert, dann so eine Gülleaktion macht, weißt du? Einer fährt bei und zwei verteilen. Oder dann hast du aber das ganz dicke Problem, du darfst einfach nicht vergessen, wir sind relativ wenig Leute am Hof. Und wenn dann noch die Ernte ansteht, ja, dann... Ja, nee, das halt natürlich nicht, nee. Aber ich meine ja, wenn Düngezeit ist, ist ja keine Erntezeit. Weißt du, was ich meine? Nur natürlich. Na gut, aber dann muss die BA laufen, oder? Ja klar, die läuft ja damit noch. Wie jetzt läuft sie auch. Ich fahre auch rein. Eigentlich kriegt der Ole das sehr gut hin mit der BA. Ja. Aber bin ich zufrieden. Wir müssen erst mal gucken, Leute. Wir müssen erst mal gucken. Wir haben bald sowieso... Müssen wir was anderes machen. Fang mal oben an. Fang mal bei den großen wie. Ich brauch gar nichts sagen. Alles gut. Oh, ich bin vorbeigefahren. Was ist denn heute los? Ich bin noch nicht ganz wach. Jetzt habe ich mich. Mann! Oh, herrlich. Sollen wir um 10 Uhr aufnehmen? Ja. Stream bis 2:30. Boah, lol. So. Ich versuche hier noch die 104 und so fertig zu machen, also ich mache jetzt natürlich mit. Ich will das vielleicht hier noch hinkriegen. Du da fertig bist da unten mit der 104, da bin ich ja lange mit allen Feldern fertig. Ja, also. Mir egal, komm auf jeden Fall ran dann. Ich bin ehrlich, Leute, irgendwie bereue ich das fast gerade. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, das zu kaufen. Meint ihr, wir sparen wirklich so viel Geld damit? Ich weiß nicht, was wir sonst mit den GRS machen können. Können wir sie nicht verkaufen? Ja, leider nicht. Ja, wo? Momentan zumindest nicht. Ich weiß ja nicht, was noch kommen wird, aber... Was ist vorne los? Geister? Hä? Was? Na hier! Bei der Brauerei. Warum, was ist da? Da laufen komische Gestalten rum. Ach lol. Nee, vergiss es. Jürgen, hast du schon wieder getrunken oder was? Nee. Ach Mensch. Oder der den Zug? Ritzel, eins von beiden. Ich weiß, was der gesehen hat. Hat wahrscheinlich die Spaziergänger da gesehen.
dann noch im Dunkeln zu güllen, das ist ja noch der reinste Fasching. Dunkel wie im Bärenarsch hier, ey, ehrlich. Aber. Machst du nix, ganz ehrlich. So, meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Ja.